18.000 Slinter Magnus, nein, deswegen ausgeschieden. Aber mein Gefühl sagt mir, verwende keine neuen Teile oder bestell keine neue, bau keine neuen ein. Und daran werde ich mich einfach mal halten. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis von Spanien, das Rennen aus Montmeló. Unglaublich, Magnussen schlägt uns mal. War nicht so doll, ja, dankeschön. Er braucht noch 11 Punkte, er braucht noch 19 Punkte. Das passt ja gut ins Bild. Immer noch die gleiche KI-Fahrerstufe. Dann kann ich auch hoffentlich beruhigt sein. Der Plan ist, und der ist alles andere als neu, wir fahren mit den gelben Reifen beim Start ins Rennen und gehen dann irgendwann während des Rennens von den gelben Reifen auf die weißen. So, wie wir das bisher in allen Saisons gemacht haben. Das wäre dann der vierte Streich. Hey Adrian, wir haben die letzten Monate in der Sonne gelegen. Na, wenn dem so ist, dann wollen wir mal in der Sonne herumfahren. Reifenunterschied von weiß zu gelb 6,5 Zehntel und von gelb zu rot 1,3 Sekunden. Und die roten Reifen, die kann man hier im Rennen eigentlich knicken. Deswegen fahren wir ja auch aus Überzeugung die gelben und dann die weißen. Man könnte es auch andersherum machen, aber nee. Ich war mit den weißen bisher immer im letzten Stint sehr, sehr zufrieden. Und in der aktuellen Saison habe ich sowieso ein Weißreifen-Fable. Der große Preis von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und das aus gutem Grund. Ja, auf jeden Fall. Denken Sie nur mal an den verlegten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr, oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist 4,65 Kilometer lang und allen Fahrern von den Wintertests natürlich bestens bekannt. Das A und O ist hier Abtrieb. Er muss passen, vor allen Dingen dann, wenn es in die Kurve 9 geht, die, vorausgesetzt das Auto liegt gut, Vollgas genommen werden kann. Da ist Claire. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Jetzt würde ich gerne mit dir über Valtteri Bottas. Sie mussten natürlich ihr Getriebe wechseln und mit einer Startplatzstrafe in ein Rennen zu gehen, ist niemals leicht. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das ein Problem ist, mit dem Sie sich zumindest heute nicht herumschlagen müssen. Es hat absolut nichts Gutes, wenn man mit einer Strafe starten muss. Aber ich glaube schon, dass Sie im Laufe des Rennens ein paar Plätze gut machen werden. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Vettel, Leclerc, Alexander Albon und Bottas. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Sainz, Norris, Ricciardo und Sergio Perez. Ocon, Kvyat, Kevin Magnussen und Gasly, Raikkonen, der Eismann, Romain Grosjean und Antonio Giovinazzi. Alesi, Russell, Stroll und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Das ist ja fies, der Magnussen ist abgehauen. Na, Jeff sagt nichts, der hätte schon längst angesetzt. Und bei Bottas scheint der Wurm drin zu sein. Zwei Rennen in Folge mal gewonnen und seitdem geht es ziemlich nach unten. Und unglaublich, dass ich mal einer Meinung mit der Wasserpfeife bin. Bei dieser Strecke. Halten viel besser. Zwei Sekunden, fast zwei Sekunden schneller. Ich finde es so interessant wie bei der Benzinlast. Das ist auch nicht neu, dass ich das anspreche, aber ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Wie sich einfach der Bereich verändert. Aktuell personalisiert. Da haben wir 54.4 bis 74.4. Und jetzt 47.6.
67.8. Wenn man da 0,2 dazu zählt, aber das verstehe ich auch nicht. Naja, ist aber nicht so wild. Personalisiert. Trocken soll es sein, gelb und dann weiß, genau. Mal gucken, was die Konkurrenz so fährt. Zwei Stops sind, glaube ich, nicht so gut. Auf der Geraden haben wir unsere Probleme. In den Kurven habe ich meine große Freude. Mal gucken, wo es hingeht. Startplatz 16. Ich wollte ja besser als 17. werden. Das war ja unser Qualifying-Ergebnis. Ich will besser als 16. werden. Mal gucken, wo wir genau enden werden. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Da steht uns Lenkrad schief. Das war bestimmt Jeff. Beim Start konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Ich glaube, im Rückspiegel hier wird kein Rauch angezeigt. Rennstrategie. 13 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Um uns herum. Der vordere linke Reifen bestimmt hier, wann man reinkommt. Der bestimmt die Strategie. Dem wird richtig heiß werden. Aber die Reifentemperatur ist hier nicht so ein Problem wie zum Beispiel in Ungarn für mich. In Ungarn sind praktisch alle Reifen oder beide Vorderreifen sehr warm. Hier ist es bloß der vordere linke, aber selbst der macht keine großen Probleme. Mich schlagen werde, alle gelbreif, das ist ganz gut zum Vergleichen und dann langer Sprint bis Cover 1. War doch gut. Jetzt wird aber Motorleistung. Da ist ja der Magnussen. Hat nichts zu weit weg. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Von 16 auf 12, in der ersten Saison ging sie auch weit nach vorne. Das weiß ich noch. So, da vorne ist Perez auf Rot. Startrotreifen oder wie? Jeff, du Nasen.
Fahrer hinter mir. Magnussen liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Einen Stopp? Die letzte okay. Rundenzeit lag bei 1 Minute 31,1. Fahrer vor mir. Ocon liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,29,7. Der DRS hätte wir da vorbeifahren, so wird's wohl noch reichen. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Jetzt ziehen wir ihm davon. Abstand von Magnus nach hinten. Vorhanden, aber hinter ihm ist auch ein Tarnfahrer in einem Tarnauto. Platz-Services. Höchstmaß der Gefühle. Die anderen sind einfach zu schnell. Eine andere Strategie scheint es auch nicht zu fahren. Aber immer alles geben. Wer weiß, wer vielleicht noch ausfällt. Safety-Car-Phase. Safety-Car gibt's ja. Ja, ich weiß. Überraschend, aber gibt's. Kann alles möglich sein. Herausgekommen. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Der ist es möglich, wenn er zum Teamkollegen beträgt. Dran ist, der wird es haben. 3 Sekunden. So wird es weit weg. Status Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,8. Zeit letzte Runde. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,2. Wir haben freie Fahrt, das kommt auch noch hinzu. Weiß nicht, wie es beim Giuliano aussieht, aber wir haben freie Fahrt. Vollgas mit schwerem Auto, gar kein Thema. Ja, die ziehen uns davon. Ich denke nicht, dass ich mit den Weißen so viel schneller sein werde, um die wieder einzuholen. Kann froh sein, wenn Magnus hinter uns bleibt. Der auf dem Papier besser ist mit seinem Wagen, mit seinem Team. Aber das muss er erstmal auf der Strecke zeigen. Gerade wird er eher von Gasly angegriffen, als dass er uns ernsthaft angreift. Mittlerweile habe ich das Feingefühl, denke ich, gefunden mit dem schweren Auto. Jetzt kann ich Stück für Stück schnell fahren, schneller fahren. Sprit über.
Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,5 Sekunden. Ist zu früh, zu viel Gas gegeben. Mittlerweile voll drin. Fühlt sich gut an. Wagen liegt super auf der Strecke. Mag zwar nicht der schnellste sein, aber mit dem kann man natürlich wie immer sehr gut arbeiten. Start des Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollege jetzt schon in der Box, die rot bereiften. Aua. 10,5 ist viel. Ist auf Rang 20. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,8. Stroll lag ja hinter ihm beim Start. Ich glaube, Stroll war auf der 21. Verstappen hinter Magnussen. Verstappen immer noch hinter ihm. Nichts wird innen sein. Vorsicht, Vorsicht. Stoppen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,2 Sekunden. Ja, kann bald weiter. Baut weiter fleißig aus. Weit innen. Magnussen immer noch hinter uns. Verstappen jetzt aber richtig nah dran. Verstappen sehr ärgern, er kommt einfach nicht so schnell vorbei, wie er es gerne hätte. Vielleicht ist Magnussen jetzt fertig, mal gucken. Behalte ich im Auge, weil Verstappen ja auch uns tendenziell angreifen könnte. Und vielleicht zieht Magnussen mit, da muss ich aufpassen. Nee, Verstappen ist zu schwach auf der Geraden. Der muss vielleicht so lange hier festhängen, wie wir draußen bleiben mit Magnussen, weil Magnussen von uns DS bekommt. Das ist für Verstappen zu viel Bums auf der Geraden. Oder er probiert jetzt mal die Brechstange in einer Kurve, wo keine lange Gerade davor kommt. Versaut gerade. Die Verstappen richtig das Rennen.
komme immer besser zurecht. Das zeigt nicht nur die aktuelle Rundenzeit. Das fühlt sich auch genauso an. Verstappen immer noch hinter Magnussen. Verstappens Chance könnte sein, wenn Verstappen einen Magnussen vor sich hätte ohne DRS. Falls wir mal rausfahren sollten, sieht aber gerade nicht danach aus. Wäre das seine Chance, die er dann aber auch sofort nutzen muss. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 6,6 Sekunden. Es macht einen Spaß hier zu fahren, das geht so gut von der Hand und auch vom Fuß oder von den Füßen. Es geht so gut von den Händen, dann aber auch. Ah, zu weit vom Scheitel weg. Verstappen hinter uns, hat es geschafft. Jetzt hat er jemanden vor sich, der keinen DRS hat. Bin gespannt. Ich mach's ihm nicht leicht. Warum? Der kann ja aber voll mitgehen. Das ist nicht gut. Na dann fahr. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib am Ball. Am Ball? Das ist aber ein Auto. Praktisch keine Zeit verloren. Insofern alles in Ordnung. Ich habe sogar DRS bekommen. Naja, auf die eigene Beste gesehen doch Zeit verloren, aber hey, kein Platz, das ist absolut in Ordnung. Dafür hatten wir jetzt einfach keinen Ärger. Das ist schon viel wert. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Das Gefühl habe ich nicht wirklich. Ich gehe hoffentlich gleich wieder auf Bestzeitjagd. Zum Ende. Startest du dem Kollegen? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Medien. 19,2 schon. Rang 18. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,24,6. Das wird keine gute Runde. Etwas mehr Sprit sparen. Fliegt Verstappen aber los. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt Gasly auch noch nicht drin. 4 Sekunden. Nicht, dass der einen Undercut macht und an uns vorbeifährt. Einen zu großen Undercut, meine ich. Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,1 Sekunden. Schon 5 Sekunden.
064 Bolivar. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Und uns kommt keiner rein. Box, wir kommen diese Runde rein. Dann machen wir in Anführungszeichen Undercut oder wir kommen halt zugleich rein. Ups, halt eben. Den Gelben geht's noch ganz gut. Zumindest lassen sie sich nicht schlecht fahren. Insofern alles in Ordnung. Ich denke mal, die kommen jetzt mit rein. Nee, nicht alle. Also gar keiner. Die von den direkten Verfolgern. Sechseinhalb Zehntel Reifenunterschied. Von Frischgelb zu Frischweiß. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Fahr raus, fahr jetzt raus. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Rosalies. Es sind's nicht, es ist ein Teamkollege, eine Rosalie. Periscope bereift. Fahrer vor mir. Peres vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit war bei 1 Minute 21,6. Aber unser Problem ist auch, wir können gerade nicht frei fahren. Das haben die anderen vielleicht gewusst. Magnussen könnte somit vorbeikommen. Unser Boxenstopp war auch langsam. Nicht gut, nicht gut. Immerhin haben wir jetzt DRS. Giuliano kommt in die Boxengasse. Na toll. Gasly ist noch draußen geblieben, ne? Dürfen wir mal jagen. Finde ich aber auch nicht so schlecht. Macht ja Spaß. Macht am meisten Spaß, jemanden jagen. Und den Kurs scheuchen, das macht Laune. Ich bin gespannt. Schmutzige Luft. Ich benutze jetzt bewusst keinen Strom. Ich benutze fast die Wand. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden.
Irgendwann wird Perez weg sein. Dann müssen wir an Marcus noch einen vorbei. Weniger als eine Sekunde vor Stopp. Was mit Pierre Gasly? Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,6 Sekunden. Startest du, Kollege? Reifenfarbe bitte. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Er ist auf Rang 19. Okay. Immerhin deutlich auf Bestzeitkurs, aber Magnussen fährt auch ein gutes Tempo. Muss noch etwas mehr Sprit sparen. Ein Hauch mehr. Sache noch der ist. Kommt wer aus der Box? Sieht nicht so aus. Gab er Balken unter 50%? Magnus nickt ein tolles Tempo hin. Kein DRS, nicht gut. Steht etwas quer. Der Rosalie. Er kommt rein. Ich auch etwas quer. Jetzt ist Magnus weit weg. Jetzt haben wir aber auch freie Bahn auf ihm. Ich hoffe, er fährt uns nicht weg. Zum Auto vor uns beträgt 1,7. Was ist mit Pierre Gasly? Ocon ist davor. Der ist irgendwo nach hinten abgedampft. Ocon vor Magnussen. Fährt er immer noch? Der Pierre. Jetzt bin ich gespannt, wie wird das gegen Magnussen enden? Komme ich überhaupt ernsthaft ran? Oder fährt er eher weg? Platz 11 wäre schon gut, weil wenn einer noch ausschüttet von da ganz vorne, haben wir einen Punkt. Jetzt mit innen. Mich noch an das tolle Duell in Saison 1 erinnern hier im zweiten Stint. Gucken, ob das heute ähnlich wird. Ricardo drin. Der kommt also von hinten nochmal an. Und womöglich fahren die auch alle locker vorbei. Allein schon um es gegen die einfache zu haben, ist schön, wenn wir jetzt erstmal schnell an Magnussen rankommen, wegen der ist auf der Geraden. Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Hab's gewissen auch näher rangekommen. Aber je näher wir rankommen, desto schmutziger wird die Luft auch und dann wird es wieder schwieriger. Wagen mit Leichter, das wird immer einfacher hier.
in der Rechtskurve. Ah, die beiden sind jetzt schneller, sehr nah dran. Gerade hätten wir einen Punkt hier. Aber leider sind wir jetzt auch gutes Fressen auf der Geraden. Diesen frisch bereiften können gut in den Kurven mithalten. Dann haben sowieso die schnelleren Autos. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 25,2 Sekunden. Magnus ist wieder ein Stück weit weggefahren. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt zur letzten Runde. 1,5 Sekunden. Sprit ist gerade sehr gut, eher etwas zu viel, wenn ich das so weiterfahren würde. Dann kann ich mehr ausgeben. Ich wollte aber nicht so wirklich vom Gas gehen. Erst im letzten Moment ein Stück vom Gasgänger war es auch geschafft. Oh Mann ey. Komm, bleib fern. Erst wir an Magnussen vorbei, dann du an ihm, okay? Vielen Dank für deine Zustimmung. Der Strom sieht echt dünn aus. Magnussen hat sich wieder ein Stück abgesetzt. Vielleicht können die den so ärgern, die gerade hinter uns sind, dass er uns, wenn die vorbei sind, näher ranbringt. Ich glaube, ich kann die jetzt nicht mehr auf der Geraden halten. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Strom. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Er hat nichts. Scheiße. Okay, dranbleiben. Ich kann ernst zu Magnussen ziehen. Aber ich glaube, er fährt uns schnell davon. Ja, dann ist er auch gelb bereift. Mit besserem Auto. Aber ich kann es halt nur versuchen. Der ist mir schade. Immerhin fährt Magnus einen Ferrari-Motor. Mal gucken, wie sich da der Renault-Betriebene anstellt. Sind die beide weit weg. Dein Hintermann holt 5 Zehntel pro Runde auf dich auf. Da kommt die Nase an. Der Überschuss ist ja auer. Hat aber nicht gereicht. Jetzt binden wir uns aber gegenseitig, das ist nicht gut.
Aber aktuell hätten wir ein Punktende, deswegen gebe ich hier nicht einfach so auf. Wer weiß, was noch passiert. Wer schafft das einfach nicht? Wobei, das glaube ich nicht, aber wer weiß. Immerhin kommen wir bald nicht mehr rein und wir haben gerade Platz 10. Wenn er einmal vorbei ist, dann ist er weg. Wenn er hinter uns ist, dann ist er hinter uns, glaube ich. Hier kam rum. War zu weit in der Rechtskurve. Jetzt ein Duell. Jetzt ist er zu weit weg. Wenn er einmal vorbeikommt, dann fährt er uns weg. Aber wenn er erstmal hinter uns bleibt, ist ja alles in Ordnung. Magnussen vor uns. Hamilton wird uns auch überrunden. Wobei, wird schwierig. Hundert und ein Grad vorne links. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,8 Sekunden. Sonst kein Stromeinsatz, hier passt das hier auf der Geraden immer ganz gut. Jetzt aber deutlich dran. Scheiße. Aber wir haben die Innenbahn. Das geht gerade noch gut, weil da nicht genug vorbeikommt. Müssen wir um keinen Angriff fürchten. Sperrt wird auch klar gehen bei uns. Ich muss immer bestmöglich rauskommen aus dem Eck. Strom wird wieder ekelhaft aussehen am Ende der Geraden. Dauert nicht mehr lang. Ich muss auf dieser blöden Geraden die ganze Zeit vorne bleiben. Dein Vordermann liegt ungefähr 3 Sekunden vor dir. Scheiße, zu weit außen.
nicht so gut. Jetzt ist er sehr nah dran. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 30,9. Fährt er gerade wieder aus dem Windschatten raus? Soll das da außen probieren? Das wird nichts. Wenn ich da mittig fahre, ich darf auf keinen Fall rechts vorbeilassen. Nur 60 Sprit über. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Letzte Runde war Ricardo aber etwas näher dran. Fünf Runden noch. Hamilton kommt näher. Na sowas. Das Rennen ganz gerne einfach zu Ende fahren mit voller Rundenzahl. Nicht, dass der uns noch hier dazwischen funkt und wir deswegen Ricardo vorbeilassen müssen, weil Ricardo sich direkt hinten einklingt. Das wäre nicht gut. Nee, ich darf ja keinen Strom einsetzen. Brauche ich auch nicht. Den Strom auf der kompletten Geraden. Der ist noch weiter weg als letzte Runde. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,1 Sekunden. Jetzt geht erst in den Windschatten. Konnten etwas Strom tanken, sehr schön. Brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles denke okay. Ich auch. Wie? Das war jetzt ein Fehler von mir. Blöde Linie. Set course. Der ist wieder zu weit weg. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Drei Runden noch. Ach, Jeff, Fett passt doch wunderbar. Guck doch mal hin. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Sprit sparen brauche ich zwar nicht zwingend, aber das Heck hier mit Mager ist schon nicht schlecht. Jetzt wieder näher dran. Scheiße. Scheiße, das könnte eng werden. Okay, dein Hintermann holt dich um 5 Zehntel nee, zur Runde. Zwei weg, das wird nichts. Der war vorhin schon mal näher dran mit seiner gelben Nase. Oh, Hamilton bleibt ja hinten. Vorletzte Runde. Ricardo setzt vielleicht auch gerade seine Reserven voll um, was er vielleicht bisher gar nicht gemacht hat. Wäre zumindest in den Situationen doof gewesen, als er auf einer Höhe mit uns war beim Anbremsen auf Kurve 1. Aber was weiß ich, er hat es nicht geschafft, das ist die Hauptsache. Das Wie zählt dann eher nicht. Im Grunde nur noch einmal statt zu überleben. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Jetzt wird er aggressiv, ja? Weil er seine Chancen jetzt deutlich schwinden sieht. Jetzt hat er aber auch einen dicken Rückstand durch seine Aktion, durch sein Antäuschen da oder an. Okay, der Abstand Versuchen. Zum Vordermann beträgt 5,3 Sekunden. Jawoll, ein Zähler. Hart erkämpft. Das hat Spaß gemacht, auch wenn wir bloß verteidigt haben. Punkt. Sehr schön. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ein weiterer großer Preis von Spanien ist vorüber. Was für ein sensationelles Rennen. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft.
Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Schadensbegrenzung für Bottas, Platz 2, aber gutes Ergebnis, denn mit Startplatz 6 hier, wo es so schwer von sich geht. Gut, und Ferrari, super Ergebnis, Platz 3 und Platz 4. Und auch sehr eng beieinander, die beiden. Albon auf der 5, Verstappen mit einer anderen Strategie und im Verkehr hängen geblieben. Allein das im Verkehr hängen bleiben wird ihm viel gekostet haben, denn wir haben ja gesehen, als er erstmal vorbei war, ist er richtig flott davongefahren. Tja, Kackstrategie. Fährt man oder fährt man halt nicht. Wir verzichten darauf gerne. Ocon auf der 7. Auch ein starkes Ergebnis für ihn, aber auch ein sehr einsames Rennen, wobei der Carlos kam nochmal gut ran. Magnussen auf der 9. Schade, dass er uns geknackt hat, aber der Haas war einfach dann doch schneller. Und wir auf der 10, ein Punkt. Edgy Bench, Ricardo. Kimi auf der 12. Dann Stroll und Pierre Gasly. Rennen untenmäßig ist Ricardo deutlich besser gewesen, aber wenn er das in einem Überholmanöver nicht ummünzen kann, dann bringt ihm das einfach nicht viel. Magnussen auch deutlich schneller als wir. Oh Mann. Aber am Ende recht knapp hinter ihm und halt einen Punkt mitgenommen. Das zählt am Ende. Ein Punkt. Norris, Grosjean, Perez, Giovinazzi und dann der Giuliano. Russell und Quert hinter ihm, genauso wie Latifi. Keiner ist ausgeschieden. Zwei Stops bei Norris. Perez mit 2, ganz weit weg von der Musik. Ricardo mit 2 hätte halt auch besser sein können, aber das sind halt... Verstappen hätte es nicht machen müssen, aber bei McLaren, Renault und Rennpunkt ist es halt so, die müssen die roten Reifen fahren, um ins Q3 zu kommen, aber dann haben sie halt ein Problem mit der Strategie. Die komplette Reifenpalette der Trockenreifen. Hier nicht weiß. Echt interessant, dass Verstappen härter fahren musste als der Carlos mit seinem orangen Flitzer. Ricardo genauso wie der Carlos. Hier auch wieder die volle Reifenpalette bei Perez. Ja, Perez und der Giuliano, die waren mal eng zusammen. Am Ende waren sie auch nicht weit auseinander. Platz 17, Platz 19. Die waren mal beide knapp vor uns. Aber eben ohne letzten Stop. Keine Ereignisse. Nicht mal eine Kollision. Klar, Ausfall gab es nicht. Gar nichts. 3,0. Was ist Magnussen gefahren beim Stop? Gefahren ist gut gestanden. Oh, 3,1. Quert Frontflügeltausch. Oh. Jetzt verstehe ich auch, wo Pierre Gasly geblieben ist. Kein Flügeltausch, aber fast genauso lange in der Box gewesen, weil die Crew halt dann ziemlich lahm war. Das ist ja bitter für ihn. Deswegen war er weg vom Fenster, aber sowas von. Auch 3,0 beim Giuliano. Was ist denn da los? Es muss wieder anders werden. Pierre Gasly. Auf der 14 am Ende irgendwo um nirgendwo. Womöglich war er gar nicht so weit weg von uns, aber das hat ihm schon sehr viel gekostet. Er hätte wie Magnussen an uns vorbeiziehen können. Er war ja nah dran an den. Ich guck nochmal kurz hier auf unsere Rundenzeiten und die von Giuliano. Gucken wir uns auch nochmal an. Aber das war schon heftig. Der Abstand zwischen uns. Riesengroß. Ganz schön langsam. Bei gleicher Strategie. Fahrer-WM, wir rutschen nicht ab, haben 6 Punkte Rückstand auf Perez, auf Quert aber 8 Punkte Vorsprung. Mehr als ein Sieg Rückstand für Bottas nach 6 Rennen. Wenn es so weitergeht, dann hat er über 100 Punkte Rückstand. Aber ist ja erst Saisonanfang, wer weiß, was bei Hamilton noch passiert. Fehlerteufel hier und da und Kackrennen und Bottas gewinnt dafür alles, weil er halt im Mercedes sitzt. Das kann ganz schnell ganz anders aussehen.
Magnussen hat jetzt zwei Zähler, das waren seine ersten beiden Punkte, Kimi der erste ohne Punkte. Bin echt mal gespannt, ob der Giuliano irgendwann nochmal einen Zähler holt in dieser Saison. Alpha Tauri, Pierre Gasly hat noch keinen Zähler. Nee. Gleicher Abstand zwischen uns und Quert bei unserem Team und bei dem anderen Team. Ferrari mit einem super Ergebnis, ein Punkt vor Renault. Und die Rosinen liegen vor uns. Ob wir die bekommen, schwierig, aber das Ziel ist auf jeden Fall Platz 7 und das ist durchaus realistisch, wenn wir uns im Laufe der Saison noch deutlich verbessern. Aber aktuell haben wir Alpha Tauri und Haas für uns. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir zur Rande kommen. Die Startwiederholung aus der Sicht von Giovinazzi. Bei uns hat es praktisch gar nicht geraucht. Ein klein wenig schon, aber das Ergebnis zählt dann, ob jetzt mit Rauch oder ohne. Super Start. Ich habe da, glaube ich, die ganz gute Mischung wiedergefunden. Wiedergefunden. Und schaut mal, das ist der Quert. Mit uns hat er sich seinen Nasenschaden eingefahren. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Die komplette rechte Seitenplatte ist weg. Hier sieht man es nochmal. Achtung. Da. Da. Jetzt. Oh oh. Aber ich finde, das sieht komisch aus, oder? Wie wir da rüberziehen. Hat aber einen Hintergrund. Ich habe nämlich da reingebremst und habe leider, schaut mal vorne auf das G links bei Goloas, links neben dem L von Total, da hat man eine kleine Veränderung sehen können. Mit dem Renault-Treffer bin ich dann nach links gekommen und das war für Quert einfach entscheidend. Das ist bitter. Würde ich jetzt im Startgetümmel einfach sagen, Rennunfall. Aber ja, wir waren die Ursache für seinen Frontflügelwechsel und damit auch die Ursache für Querts. Problem beim Stop. Wie das Teil da wegfliegt, das sieht so lustig aus. Deswegen gleich nochmal. Hui! Und hui! Und der Giuliano. Da will der Alpha sauber aber gleich die Lücke zumachen. Kaum 5 km/h auf dem Tacho und schon links zumachen wollen. Aber das macht er gut. Wart sich so die Chance hier, links neben dem Haas reinzustechen. Da fliegt das Teil. Und er hat noch etwas Windschatten mitgenommen. Aber jetzt ist der Haas halt in. Und damit war's das. War's das, der Haas. Hier ist er nämlich auch wieder in. Und da musst du entweder außen mit sehr viel Schwung ankommen. Oder so wie wir das gemacht haben. Dann hier nochmal links in ansetzen. Aber das macht er nicht. Und damit ist seine Position gefestigt. Und dann hatten wir ein Duell mit dem Magnussen und mit dem noch Gasly hinter uns. Wir haben den Gasly mit Quert auch aus dem Rennen genommen. War so ganz nebenbei. Ja, und Ricardo hat sich da auch schwer getan. Sehr schwer sogar. Bei Kurve 1. Das bei Verstappen sieht aus, das Heck, als ob der gleich den Wagen verliert. Ganz schön aggressiv, aber nach der ganzen Magnussen-Hinterherguckerei war das wohl einfach Pflicht. Und hat uns ja nicht berührt oder irgendwie behindert. Ja, und Ricardo, er war mal komplett vorne, aber außen musst du halt mehr Strecke zurücklegen. Und das schafft er einfach nicht. Und das ist sein Problem. Und er hat nochmal angesetzt. Also zumindest habe ich hier noch eine Szene mitnehmen können aus den automatisch generierten Highlights. Da geht's eng zu, aber er hätte einfach viel weiter vorne sein müssen. Und so ist er hinter uns ins Ziel gekommen. Und ich glaube, mich freut das sehr, denn damit haben wir einen Punkt mehr als Ricardo in diesem Rennen geholt, ja? So einfach kann es manchmal sein und so offensichtlich. Aber ansonsten, klar, die Aktion da mit Quert, natürlich schade für ihn. Tut mir wirklich leid, aber ich sehe da jetzt keinen wirklichen Fehler bei mir. Es war halt eine knappe Sache und beim Start kann sowas noch am ehesten passieren. Lief für ihn einfach unglücklich. Aber ansonsten bin ich mit meinem Rennen eben sehr zufrieden. Die ganze Zeit schön am Limit gefahren, an Magnussen kam ich damit aber leider nicht ran, der war einfach zu schnell. Aber ein Punkt rausgeholt und diese erste Runde, die war eben auch sehr viel wert, denn damit haben wir unter anderem auch den Magnussen eingebremst. Den Gasly, gut die beiden, der eine war vor uns, der andere war dann deutlich hinter uns, mit seinem Frontflügelwechsel. Aber es kann nie schaden, in der ersten Runde, so gut es geht, Position gut zu machen. Wenn das Feld noch eng beieinander ist, dann kann man am ehesten nochmal überraschen und dazwischen schnippen. Das war auf jeden Fall die Grundlage für ein gutes Rennendergebnis.
Leclerc, wir haben Punkt, schon wieder Punkt. Nun zu ein paar Fragen. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Nein. Beim Start hat das geholfen, weil wir damit Windschatten hatten. Und der Start selbst war ja auch super. Nicht wirklich, ich habe mehr Grip als alle anderen Fahrer. Es war kein Problem, ich habe einfach alles gegeben. Gar nicht, der Wagen ist grazil wie eine Ballerina. Nicht wirklich, ich habe den Motor auf Vorteil. Welcher Vorteil? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Nein, solange es kein Hindernis auf der Strecke gibt. Das muss jetzt einfach mal sein. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Ich mag Herausforderungen, da könnte es ruhig noch enger sein. Es ist toll, dieses Jahr geben alle Fahrer ihr Bestes. Und die Teams auch. Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Ja, war eher knapp mit Ricardo, nicht mit dem Magnussen. Wir treiben einander stets dazu an, bessere Fahrer zu werden. Etwas zu knapp. Ist mir ziemlich auf die Pelle gerückt. Ja, am ersten sind aber im zweiten war er weg. Klasse, das war dann alles. Wie sie mal sagt. Klasse. 2-4. Sei es ihm mal gegönnt. Ein Rennwochenende, wo er nur gepunktet hat. Mehr Punkte geholt hat als wir. Ich hoffe, das stellt sich hier nicht ein. Wir brauchen noch 9 Punkte, er braucht noch 15. Kein riesengroßer Vorsprung, aber es ist ein Vorsprung. Sieht das so eine Aussage? Und Stufe 7. Sehr schön. Und Geld? Na? Ja, das war zu erwarten, aber jetzt Abzüge. Wie der Giuliano die Hand hält. Schon nimmt er sie weg. Er guckt doch etwas genervt und dann müsste er das mitbekommen. Jetzt mache ich es wieder, damit ich ihn nerven kann. Aber man kann sich nur nerven lassen, wenn man... wenn man sich nicht anmerkt. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Dann fleht der andere vielleicht das Interesse ein, selbst damit aufzuziehen. Aktivitäten. 8 Tage Zeit. Diese Malus-Geschichte müssen wir echt schnell loswerden. Strapazierfähigkeit freut sich, aber kostet Geld. Nö, so nicht. Wenn schon essen gehen, dann eingeladen werden. Geld und Fahreranerkennung. Kostet Geld, bringt aber Teamanerkennung. Nix für den Giuliano möglich. Mann. Das mache ich nicht allein schon, weil andere Abteilungen allen voran auch die Aero runtergezogen werden. Nur Strapazierfähigkeitsabteilung wäre mir egal. Immer auf die gelben. Das bringt aber Ressourcenpunkte, insofern machen wir das. Das bringt 2 Vorteile, deswegen machen wir das. Nee. Teamanerkennung kostet aber Geld. Fahreranerkennung, 2 Tage, das. Nix Nachrichten, Einrichtungen. Anerkennung wird erhöht, positive Auswirkungen, kostet noch etwas. Vielleicht sparen wir bis Spielberg, weil wir uns das dann gönnen. Aktivitätenplanung, Stufe 2, Fahren 3 und dann dem Giuliano einen neuen Vertrag spendieren. Wobei, bis dahin sind es ja nochmal mindestens 4 Rennen. Wir werden sehen, auf jeden Fall gebe ich jetzt nichts aus. Oder Ressourcenpunkte? Da war ja was. Okay, wir geben jetzt die 2 Millionen aus, aber dann sparen wir auf jeden Fall für Marketingabteilung und für den Giuliano, würde ich jetzt sagen. Hier Verträge, 56. 1,5 Millionen Marktwert. So machen wir das. Mehr Ressourcenpunkte. 2 Millionen 16. Mai. Na, das wäre vor Monaco-Rennen. Sehr schön. Gut, Geld ausgegeben. Da freut sich auch der Karl. Schwach beim Antrieb. Über 1100 Ressourcenpunkte. Zu wenig, Mann.
kann hier nichts machen, weil Stau auf der Kreuzung. Abteilung ausgelastet. Toll. Siebenhundert. Hätten wir hier alles durch, dann wären wir sogar vor Renault. Sogar vor Ferrari, ne? Nee, vor den Rosen, Entschuldigung. Ferrari ist ja ein deutliches Stück vor Rennpunkt. Kleinere, effizientere Bremsluftdutzen können den Luftwiderstand verringern, während sie dieselbe Menge an Luft zu den Bremsen leiten, um die Kühlung nicht zu beeinträchtigen. Gekauft. Und dann sparen wir, weil wir auch sparen müssen. Wann gibt's nochmal von Renault was? Das haben wir gerade. Oh Mann, wieder im Oktober erst. Ist ja beknackt. Aber schaut mal, das ist ultimativ. Im Oktober. Motorenherstellung. Motorenhersteller. Na gut, können wir nicht ändern, ist halt so. 20. 13. 14. 25. 27. Also Groß Aero und Klein Chassis könnten dann in Monaco unser sein. Ah, schön. Alte Teile einbauen. Getriebe können wir jetzt wechseln, habe ich dran gedacht. Sehr schön. Schon 23%. Die Firma. Fahrermarkt, alle angucken. Nasenbotters Aufmerksamkeit in 99. Ich glaube, ich mache unser Teamlogo wieder groß. Logos, das da, so, Farbe verändern, Logo drehen, Größe anpassen. So. Mühsam ernährt sich der Blauwagenfahrer. 14 Punkte, ist aber schon eine gute Ausbeute, auf jeden Fall. Der spielt aber das China-Rennen eine ganz große Rolle. Auch auf jeden Fall. Dann können wir weitergehen. Geringer Kontostand, jetzt meckerst du wohl nach Karl, hä? Kann doch nicht sein. Jetzt sag nichts, Karl, okay, nichts Böses. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Sehr schön. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So muss das laufen, da kann man auch mal schön auf den Tisch hauen. Passend die Musik im Hintergrund mit diesem, ich sag mal, Paukenschlag. Fein, fein, fein. Reifenauswahl ausgewogen, sicher ist sicher, Kontrolle ist gut und besser, ne? Kennen wir das Spiel. Oh, das war zu schnell weg. Ach, das wird wieder ein Spaß, aber dann kommt Aserbaidschan. Aber daran denke ich nicht. Erstmal wird es ein Spaß in Monaco. Bin mal gespannt, was das Wetter sagt. Das werden wir uns jetzt natürlich wieder nicht angucken. Das sehen wir dann erst im Training. Aber die spannende Frage, was macht die Konkurrenz? Wir sehen es jetzt schon, Starkregen zu Beginn. Oha. Starkregen in Monaco. Ach, ich freue mich trotzdem drauf, weil muss man jetzt nicht jedes Rennen haben, aber besondere Herausforderungen wollen gemeistert werden. Jawohl, vor Haas und Alpha Sauber, Alpha Tauri, Entschuldigung, auf dem Papier. Ah, die gehen aber gut mit. McLaren und Renault, die holen Schwung für den ganz großen Schritt. Rosa kommt wieder an Rot ran. Aber generell hat sich gar nicht so viel getan. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Renault, Alpha Sauber, Williams. Wir gucken ins Detail. 1155 war's. Meine ich. 1-2.
Hinter den Rosanen auf der... Jetzt können wir von oben rangehen, na wobei... Wir werden eh wieder bald etwas runterrutschen, wenn die anderen nachziehen, allen voran Renault und McLaren. Also sagen wir mal 3, 4, 5, 6 auf der 7. 1, 2, 7. Und 5. Deutlicher Rückstand vor Alpha Sauber. Aber auch deutlich vor den anderen Renault-Motorisierten. Das heißt deutlich, auf jeden Fall vor den... Gut, 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 gut. Na dann, würde ich sagen, freue ich mich erstmal auf ein... erstmal trockenes Training, aber dann eben auch später nasses Rennen. Ich denke, ihr macht das auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.